Willkommen zu einer weiteren epischen Aufnahme zu Cube Life Island Survival. Keine Ahnung, warum ich jetzt mal die Sprache einstellen muss. Ist mir unschlüssig. Aber ich habe gesehen, als ich die letzte Folge beendet habe, dass wir hier so eine Hilfetabelle haben. Und wenn ich das jetzt mal so gerade mal so zeigen darf. Genau, es ist hier nochmal erklärt für den Anfang. Den Rucksack haben wir ja schon soweit. Crafting Table auch. Werkzeug. Genau, wir können String mit Gras machen. Das heißt, wir können Gras ganz normal pflanzen. Und wir brauchen ja String für letztendlich. Ich muss gerade mal kurz gucken. Gibt es sogar Haie? Was ich auch ganz cool finde. Natürlich hier. Ja. Für Ropes halt. Und die brauchen wir ja später dann noch. Ich weiß gerade nicht mehr für was. Gibt doch noch andere Stämme, habe ich jetzt auch irgendwie erfahren. Ich muss mal kurz gucken. Ja, für so einen Eimer. Den brauchen wir ja, den Eimer. Dafür brauchen wir je Ropes. Ich glaube, wir haben es wieder Nacht, oder? Eigentlich raus, bin ich komplett lost. Ist das so dunkel, dass man nichts erkennen kann? Nee, ist es nicht. Ah, es wird dunkel, es wird dunkel. Das gefällt mir nicht. Ey, ohne Witz, man sieht. Man sieht so viel, ne? Man sieht wirklich so viel. Das ist unglaublich. Wieso kriege ich das denn nicht kaputt? Hallo? Ach so, ja, deswegen. Ja, gut. Wenn ich jetzt. Ah, guck mal, wenn ich jetzt Gras kaputt haue, dann kriege ich. Ist doch schon mal gut. Ich will jetzt auch nicht zu risky spielen irgendwie. Ich nehme jetzt so ein paar Ropes mit und dann mache ich einen Acker. Dann mache ich mich davon. Wir können irgendwann die Insel verlassen, mit dem Boot und so weiter. Sollte mir aber gleich auch nochmal ein. Hier. Sag schon. Oh no! Ich hoffe, die spawnen jetzt nicht instant. Boah, ich krieg schon wieder richtig Angst. Boah, verarsch mich doch bitte nicht. Lass mich jetzt rein, Junge! Oh. Oh. Ja, für den Ofen, ne? Für den Ofen. Wie war denn das gleich mal mit der scheiß Torch, ey? Ich mach erstmal ein Schwert. Mit normaler Kohle. Ja. Ganz große Klasse. Nee, warte mal, wie geht jetzt ein Schwert? Ach so. Ey, das sind doch mal wenigstens mal von Minecraft übernehmen können, oder? Leute, was denkt ihr?
Dann verarbeite ich jetzt schon mal mein Rope weiter. Mein Gras. So. Türen kann ich mir machen. Ich will erstmal einen Eimer machen. Reicht sogar für einen Eimer. Genau, und wir sollten zwingend notwendig genau, Palmen. Jetzt hinter Background. Wir müssen auch für den Anfang die ein oder andere Palme auch wieder einpflanzen. Das wäre nicht verkehrt, weil irgendwann haben wir einfach nichts mehr. Und ich habe gleich. Hotel, ich verhungere gleich. Das sehe ich ja jetzt erst. Das heißt, ich muss raus, oder? Ob ich will oder nicht. Ich kann anders auch irgendwie jetzt gerade nicht essen. Ach, das ist doch gar kein... Ah, caramba. Ich weiß auch nicht, inwieweit hier die ganzen Gegner jetzt kommen. Ja, ist doch. Boah, muss ich erstmal Platz machen oder was? Ah! Kannst du klettern? Nee, kannst du nicht. Oh, unser erster Gegner. Na gut, dass ich an der Stelle hier vorgewarnt werde. Boah, wie schnell die aber auch einmal an Land kommen. Ich darf nicht verhungern, ne? Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht verhungere. Und ich habe nun mal hier gerade nur die Kokosnüsse. Ich meine, das ist meine einzige Nahrungsquelle, die ich momentan halt besitze. Ich möchte aber auch nicht ständig in dieser scheiß Höhle vergammeln. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ah, guck mal, hier. Ah, tja, ihr kriegt mich hier von hier oben nicht, wa? Die sind aber verdammt schnell. Ich hoffe, das langt euch, Jungs. Ja, 15 AP haben wir schon mal wieder. Alter, ey. Ich krieg jetzt schon echt ein bisschen Muffensausen. Ich weiß nicht, wie unberechenbar diese Dinger sind. Also. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Ich hoffe, wir kriegen da frühzeitig Bescheid. Genau, ich muss auf jeden Fall mehr Tiere farmen. Weil ich brauche mehr Leder für mein Bett. Letztendlich. Was ich dafür weiter noch brauchte, weiß ich jetzt gerade im Kopf nicht. Aber wir haben erstmal so genug. Es bleibt gefährlich. Es bleibt sehr gefährlich. Ich glaube, das war jetzt hier tatsächlich. Was ist das denn? Was ich denn da jetzt bekommen? Hier ist ein Block. Jetzt hat es ein bisschen geleckt gehabt, glaube ich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen.
Hier, hier. Hier. Ich bin vorgewarnt. Ich bin vorgewarnt. Mir macht ihr keine Angst mehr. Hat zwar lange gebraucht, Leute, aber ich habe keine Angst mehr. Ich habe so erstmal keine Angst mehr. Denn ich weiß, das sind einfach Lobobs. Mal drüben ist noch einer. Zwei. Sehen die mich? Ich würde halt gerne gleich mal eine Palme anpflanzen. Darf ich den eigentlich behalten dann? Den Eimer? Oder muss ich mir jetzt mal nur einen Eimer machen? Ich traue mich jetzt hier nicht zu craften. Aber Tiere sind ja immer ganz gut. Brauche ich aber eigentlich mehr Schweine. Also halte fest. Hier laufen wirklich noch genügend einheimische Mutanten, was auch immer, rum. Die haben mich jetzt allerdings nicht gesehen. Okay. Jetzt gewittert es auch noch. Ja, ganz großes Kino. Na geil. Haben wir schon wieder Tag? Das hört sich ja an. Ich pflanze gleich mal eine neue Palme an, keine Sorge. Ich möchte nur warten, bis es jetzt hier erstmal safe ist. Und da müsste ich wirklich unfassbar viele Palmen sammeln. Das Ding ist, ich muss doch hier viel, viel einfacher an normale Kohle kommen. Oder ist das so krass schwer? Kann doch auch nicht sein, oder? Dass das so schwer ist. Ja gut, dann droppen wir mal kurz ein bisschen. Da brauche ich wahrscheinlich ein Crafting Table für, ne? Mega. Mega leck. Sorry wirklich dafür. Was ist denn da unten drin? Im Boden hier. Ich hole mir jetzt mal die komplette Palme hier. Dann gucke ich mal, wie viel ich hier letztendlich bekomme. Ist halt auch ein bisschen scheiße, dass ich wirklich permanent auf meine Lebensenergieleiste gucken muss. Dass es wirklich so schnell down runter geht. Das ist einfach Wahnsinn. Guckt mal, wie schnell er drunter geht. Hä? Wieso verfällt mein Eimer? Was ist denn mit dem los? Verstehe ich ja jetzt nicht. Weil das, guck mal, das Fleisch selber kann ich doch nicht roh essen, oder? Nein. Nein, das geht nicht.
Glaube ich nicht, oder? Ich teste gleich mal. Boah, ist unfassbar viel. Ich kann mich nur nicht nur von Kokosnüssen ernähren. Und ich habe erst 32 Hungerkeulen wieder erhalten. Level up. Aber Tag 4. Wir leben schon 4 Tage, Leute. Wir leben schon 4 Tage. Das ist doch unfassbar. Boah, Gewitter hört sich hier aber an, ey, bei dem Game. Ich muss halt wirklich erstmal dafür sorgen, dass ich genug Nahrungsmittel habe. Essen. Und dann im Zweifel müssten wir eigentlich ein bisschen farmen. Ich brauche unbedingt normale Kohle. Das hält doch nicht lange. Die 40 hier, die sind doch so schnell wieder unten. Spätestens, wenn es wieder Nacht wird, verhungere ich doch schon fast wieder. Wow, meine Leben. Hier ist mein Versteck. So, ich werde jetzt erstmal ich kann mir eine Wurst machen? Wie? Warum ist jetzt die Truhe kaputt gegangen? Warum ist meine Werkbank jetzt kaputt? Ich verstehe das nicht. Was ist das denn? Das ist ja richtig merkwürdig. Ist das normal, dass die Werkbank kaputt geht? Nee. Da brauche ich noch mal normales Holz für. Das habe ich gerade nicht, aber ich kann die Eier essen. Ich kann die Eier essen. Oder gelbe Farbe machen. Ja. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt normales Holz. 4 Stück am besten. Oh no! Ja, scheiß drauf. Weil man, guck mal, habe ich jetzt 80 Hungerbalken. Das ist doch schon mal in Ordnung. Und wenn ich dann gleich auch noch die Wurst essen kann. Optimal, ne? Optimal. Also verhungern tue ich auf jeden Fall nicht, hoffentlich. Ah ja, war so. War richtig. War richtig, Leute. Komm, die bauen wir jetzt mal hier hinten hin. Und dann, mach ich mir mal die Wurst, ne? Kann ich die denn direkt so essen, die Wurst? Okay. Gucken wir mal. Oh, 20 heilt die! Tatsächlich! Ich kann mir direkt eine Wurst machen. Das heißt, Tiere töten. Im besten Falle so oder so. So oder so Tiere töten, Leute. Das Beste, was ich machen kann.
Alleine vom Essensding her. Oder, sprich, ich brauch's auch noch fürs Bett, letztendlich, ne? Also. Machen wir das Ganze doch mal. Gib mir dein Fleisch, am liebsten sind mir Schweine. Ja, mega. Ja gut, aber Kokosnüsse brauche ich denn dann doch trotzdem, ne? Weil, halt fürs Trinken, ne? Dann kann ich mich ja erstmal nur noch von Kokosnüssen zum Trinken ernähren. Wie hieraus jetzt letztendlich eine Palme wird? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das ist mir auch ein bisschen unlogisch. Warum sind denn jetzt hier so wenig Schweine am Start? Ich weiß halt auch nicht, ob nur die ausgewachseneren Schweine, ob die nur Fleisch droppen. Ob ich die dann erstmal heranzüchten muss, ob ich die dann erstmal zum Wachsen... Ob ich wachsen lassen muss, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, der hat seinen Kopf verloren. Es gibt ja große Schweine, es gibt aber auch kleine Schweine. Also von dem her. Wie viel Fleisch haben wir denn jetzt mittlerweile wieder? 2. Okay, an Fleisch zu kommen ist gar nicht mal so einfach. Ist gar nicht mal so einfach. Doch, jetzt habe ich wieder eins bekommen. Aber ich könnte mir wieder ein paar Würstchen machen. Sehr schön. Das ist doch gut. Und es heilt natürlich auch gleich meine Leben. Oder heilen die von automatisch? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Gut, für Fleisch und für Leder ist erstmal gesorgt. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen was craften kann. Gut, Tiere sind genug geschlachtet worden. Unwetter ist auch weg. Sehr gut. Gut, eine Tür wäre nicht schlecht. Ich denke, irgendwann sollte ich immer eine Tür machen. Ich kann mal schon eine Tür machen. Ich kann mir schon eine Tür machen. Machen wir uns eine Tür. Machen wir uns ein paar Würstchen. Dann haben wir 5. Und dann muss ich gerade mal gucken, kurz. Wie mache ich mir denn jetzt nochmal ein Bett? Okay, halten wir fest. Ich muss mir auf jeden Fall wieder von den Geschichten ein paar machen. Ein so ein Ding habe ich schon. Ne, ich brauche eigentlich nur noch... Ah, ne, 6 Stück brauche ich jetzt von denen erstmal. 6 Stück und dann das Kissen. Dann brauche ich nochmal 2. Also 8 Stück brauche ich von diesen Sesseln noch. Von denen hier. 8 Stück, wie viel kann ich machen? 1. Nur 1. Nee, da geht noch was. Die kann ich mir selber aber nur einmal je craften. Okay, für einmal reicht noch. Und dann ist mein Leder alle. Unfassbar. Und ich brauche immer noch 4 Stück, ne? Wie habe ich mir jetzt die Tür eigentlich jetzt mal gemacht? Ich würde mir gerne 2 Türen machen. Wobei eine reicht erstmal. Come on, eine reicht.
Eine Tür reicht. Ja, geil. Das läuft doch. Guck mal, Erde habe ich auch ein bisschen. Boah, dass man das immer nur einmal nehmen kann, das nervt mich ein bisschen hier. Ich hoffe, die können mir das jetzt nicht irgendwie hier zunichte machen. Da habe ich nämlich, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock drauf. Ja. Gut, dann können wir das so schon mal betreten. Ohne Probleme. Und es wird auch schon wieder dunkel. Das heißt, wir meinen jetzt erstmal ein bisschen, weil Durst hält sich in Grenzen. Essen, ich essen auch. Dafür, wir sollten eigentlich mal die Höhle mal ein bisschen erweitern, denke ich mal. Ne? Ich denke, das können wir tun. Vielleicht finden wir auch so Kohle oder irgendwas. Ja. Im Zweifel, genug Holz haben wir ja. Müssen wir halt in der nächsten Folge wieder ein paar Tiere versuchen zu jagen. Versuchen am Leben zu bleiben. Müssen wir mal gucken. Ne? Ich glaube, das Spiel wäre auch so dann vorbei, wenn man dementsprechend keine weiteren Leben hätte. Ne? Wenn es manchmal leckt, tut es mir wirklich leid. Tritt komischerweise immer nur manchmal für ein paar Sekunden auf. Ich weiß es nicht. Denke ich, suche ich falsch. Ich bezweifle, dass hier irgendwo Kohle ist. No. Ach nee, Sticks habe ich ja noch. Ah, ist ja auch egal. Spitzhacke können wir uns ja nochmal machen. Da haben wir ja noch genug Material da. Und für eine kleine Fackel bräuchten wir ja rein theoretisch eigentlich noch ein bisschen mehr normales Holz. Habe ich allerdings leider nicht mehr. Ich hoffe immer noch, dass ich mal irgendwas finde. Was Brauchbares. Man kann ja hoffen, oder? Buddeln wir uns jetzt mal noch ein bisschen in die Richtung. Eine Fackel habe ich ja auch leider nicht mehr, ne? Ne, ein bisschen sehe ich auch leider nichts mehr. Das Gute an so einer Kokosnuss ist halt wirklich, die heilt wirklich 20 Durst. Also man sollte im besten Falle die Kokosnuss erstmal fürs Trinken benutzen und halt das Fleisch als Wurst zum Essen. Das halt in je 20 und ich glaube, damit ist man denn doch ganz gut dabei, denke ich mal. Ich denke, das ist ganz gut. Wir bauen jetzt einfach mein kleines Zuhause ein bisschen weiter aus, ne? Wobei, das können wir auch dann in der nächsten Folge machen. Die Höhle ein bisschen erweitern. Man kann halt rausgucken, das ist ganz gut. Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge ein bisschen Holz sammeln für Fackeln. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Ja, die Kohle mache ich ja wie folgt. Da muss ich gerade mal kurz gucken. Ich habe gerade kein Holz, ne? Deswegen wahrscheinlich. Ja, nee. Gut, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter, ne? Bis dann. Ciao, Leute.